Hallo Leute, schön, dass ihr dabei seid zu einer neuen Folge hier in Sons of the Forest. Möwen, Ruhe. Es geht weiter. Und zwar, wir sind am komplett anderen Ende der Insel, fernab der Heimat, so weit weg wie noch nie zuvor. Und haben hier in diesem kleinen Minenlager eine Höhle entdeckt. Hier, schön verbarrikadiert, sehr gruselig. Nicht wirklich sehr einladend, aber ich habe Gott sei Dank hier einen Checkpoint gebaut. Kevin ist mittlerweile auch schon angekommen. Jawohl. Weißt du was? Wenn ich das mir da links unten so anschaue, kannst du doch am besten mal... Basis erhalten. Geh mal nach Hause. Ich kann jetzt dir nicht sagen, dass du hier links unten das Baumhaus fertig bauen sollst, sondern geh einfach zurück. Wir gehen jetzt alleine weiter. Dafür nehme ich auf jeden Fall schon mal meine Taschenlampe in die Hand. Wir sind gut gerüstet. Ich habe hier ein paar Haftbomben, ich habe Handgranaten, ich habe eine Schrotflinte. Irgendwo ist meine... Oh, warte mal, wir machen mal. Also, meine Axt. Die ist auf 1, genau. Die Pistole, die machen wir mal auf 2. Die Schrotflinte auf 3. Die Armbrust auf 4. Die Handgranaten auf 5. Revolver 6. Haftbomben 7. Ja, damit fühle ich mich wohl. Also ich glaube, da kann ich jetzt ordentlich Bums machen da unten. Man darf gespeichert. Oh, ja. Oh. Das erinnert mich an Evil Dead. Oder das Original Tanz der Teufel. Schöne Holzhütte mit einem fiesen Keller drunter, wo es irgendwelche blöden Rituale gegeben hat und plötzlich, zack, hat man Dämon am Hals. Au. Wir haben es gefunden und haben es kaputt gemacht in, oder aufgeteilt in 6 Stücke. Ich habe die anderen getötet. Ja, das sind die, die Dinger hier. Aber das sind 7. Die wir wohl alle finden müssen. Auf jeden Fall geht es hier weiter runter. Kann man die kaputt machen? Nein. Oh Gott. Das ist also definitiv eine neue Höhle. In der Early Access Version gab es die nicht. Daran hätte ich mich erinnert. Hier gibt es gar nichts einzusammeln. Überhaupt nichts. Nur Motten, die herumfliegen. Jetzt haben sie mich mal wieder erwischt. Die Mistbiester. Oh. Und schon ändert sich die Lichtstimmung. Ha. Oh nein. Ich habe kurz da oben mich festhalten können. Knochen. Also, Knochen habe ich keine mehr. Das heißt, die ersten Typen, die mir über den Weg laufen, weil 7 Seile und 9 Klebebänder heißt, ich kann mich komplett ausrüsten mit Knochen. Sets. Mal kurz hier unten noch schauen, ob... Dir ist kalt und du bist nass. No shit, Sherlock. Ah, aber da werden wir dann wahrscheinlich wieder hochklettern können. Wer hat denn eigentlich diese Holzapparatur dahin gebaut und warum? Alles klar, gut. Dann folgen wir der Mine. Knochen, die ich leider nicht verarbeiten kann. Menschenknochen darf ich nicht zu Holz, zu Knochenrüstung verarbeiten. Das ist echt ärgerlich. Hier könnte ich mich richtig... Oi, oi, oi. Und jede Menge Katzenfutter. Also, es müsste schon... Hier ist es. Jawohl, hier bin ich wieder. Okay, gut. Alles klar.
Aber in dieser Höhle, ich meine, die haben jetzt auch einen Zettel geschrieben, ne? Muss es doch dann jetzt so ein Artefakt geben, so ein Artefaktfragment. Eins von diesen 6 bzw. 7 Stück. Entweder hat er sich getäuscht, oder? Das sind 7 Teile, die... Oder 6 Teile, die um... Nein. Doch, ja, 6 Teile um ein Zentrum herum. Also genau umschauen. Und hoffen, dass das einfach eine super lineare Mine ist. Es zieht jedenfalls wie Hechtsuppe, falls ihr das hört. Zweifel? Ja. Ist ja nicht bewohnt. Da hört's auf mit der Linearität wahrscheinlich. Noch mehr Seil tragen. Ich bin begeistert. Oder wobei, es geht hier doch streng linear weiter nach da unten. Es sah gerade so aus, als ob es sich ein bisschen öffnet. Aber hier... Okay, da unten. Angst gehabt, es anzufassen. Sind die alle vergoldet? Das sind coole Briefbeschwerer. Da haben auch eure Kreuze nichts geholfen, hey. Wow, das hätte ich beinahe übersehen. Seil kann man mit sich rumschleppen. Früher war das 3, jetzt hatte ich schon 10. Oh, eine Blaupause. Was soll denn das sein? Das gucken wir uns dann an, wenn wir hier raus sind. Mit einer Hand sich da an so einem Seil hochziehen. Mit der Geschwindigkeit. Der Typ kann was. Ich kann überhaupt nicht Seil klettern. An der Stange komme ich hoch, aber Seile? Na. Habe ich jetzt Artefakt 2 von 6 bzw. 7 schon einfach so bekommen, ohne dass ich mich durch irgendwelches Gewühl kämpfen muss? Batterie ist gleich leer. Irgendwo pfeift's. Ah. Oh. Wir müssen tauchen. Hier geht's nirgends weiter. Na gut. Wow, ist das eng. Himmel, das wäre der Horror für mich. Boah, dann bleibt auch immer mal wieder so ein bisschen hängen. Ah, ist das gruselig.
Okay. Wir haben es geschafft. Leute, wir haben es geschafft. Oh. Also, jetzt haben wir hier zwei von den Dingern, ne? 2, 4, 6, 7. Ja, sind 7 Stück. Mit einem, oder halt so, ja, 6 Randteile und ein Zentrum. Das ist das dritte von rechts. Das rote. Ja, mal sehen, was das ist. Das wird vielleicht der Schlüssel dann für das Finale sein. In der Early Access Version hat man ja irgendwie in der Höhle so einen riesengroßen, merkwürdigen Würfel gefunden, in den man reinsteigen konnte, und dann hat sich irgendwie so eine Art Dimensionstor geöffnet. Das war alles sehr merkwürdig. Kevin, du bist echt, also, naja, gut. Ah, ja, okay. Das war jetzt reibungslos. Das finde ich gut. Hier in der Gegend gibt es allerdings noch... Oh, wartet mal. Ich weiß, ich friere. Wir machen mal ein Feuer. Ich muss noch essen und trinken. Was ich noch? Ich muss mich echt aufwärmen. Deswegen fälle ich jetzt gerade mal ganz kurz einen Baum. Das kommt weg. Navigationssystem kommt weg. So. Und mach mal ein bisschen Brennholz. Einen ganzen Baum gefällt dafür. Aber naja. Wärmen wir uns auf. Jetzt gibt es ein bisschen was zu essen. Das ist alles verdorben, ne? Das lasse ich mal fallen. Verdorbene Austern, die sind auch kaputt gegangen. Na toll. Was haben wir hier? Das Solafit-Erz. Also das ist auch komisch. Erstmal ein bisschen Dosenfutter. Ich habe davon in letzter Zeit einfach nicht mehr viel sammeln können, weil der Rucksack schon voll ist. Warum nicht, ne? Hm. Wie viel bringt mir das? So ziemlich gar nichts. Okay, dann machen wir das mal leer. Naja, es geht. Entfernen. Dann eine Dose. Ein Energieriegel. Wir speichern nochmal und dann werfen wir einen Blick aufs Navi, weil wie gesagt, hier in der Gegend gab es nochmal eine Höhle, und zwar die da. Und da laufen wir jetzt hin. Sonst ist hier, ja, da hinten ist der Wohnbunker. Langsam aber sicher müssen wir uns in die Richtung begeben, weil da hat uns das Spiel hingeführt. Beim letzten Mal, als wir den Bunker besucht haben, war die nächste Location eben der Wohnungsbunker. Ich kann mich erinnern, dass das ein riesen Ding war. Super nobel. Verschandeln wir mal ein paar Gräber. Hoffentlich bringt's was. Ein bisschen Geld. Für die nächsten Haftbomben. Splittermunition. Was ich ja sehr hoffe, oh ja, Draht immer gut. Was ich ja sehr hoffe, dass wenn wir demnächst halt jetzt einfach in eine Höhle gehen und wenn wir wieder rauskommen, dass der Winter vorbei ist. So schön er inszeniert ist, aber ich finde ihn ein bisschen lästig. Ja. Meiner Meinung nach hätte man das, ich meine, das macht Spaß, dieses Schaufeln hier, aber man hätte es, glaube ich, ein kleines bisschen schneller machen können, dass es nicht so viele
Stöße in die Erde braucht, bis man hier... Oh, jetzt ist voll. Ich habe immer noch keine Knochen. So. Yes. Das ist wahrscheinlich die gesamte Kumpelbelegschaft hier von der Mine. Gut, kein Platz mehr für Seil. Schönes Privileg. Okay, gut. Navi wieder raus. Und Richtung einschlagen. Da müssen wir... Ja, das ist schon das. Da müssen wir durch so einen Berg durch. Durch das Tal da. Die Straße entlang durch das Tal. Ich weiß jetzt auch gerade gar nicht... Wir laufen nach Süden und da geht gerade die Sonne entweder auf oder unter. Ich glaube eher unter. Ich hoffe, dass wir schnell die Höhle erreichen. Ja, es wird dunkler, nicht heller. Oh. Hi, stinkt hier. Hi. Auch putzige Tierchen. Das ist einfach klasse, wie sie die Spielwelt beleben. Also der Wald an sich ist ja schon sehr organisch, realistisch und man kann da richtig schön eintauchen. Aber auch quasi die Fauna, also die Tierwelt, die hier so rumlungert. Von den kleinen Häschen bis zum riesengroßen Elch. Glücklicherweise gibt es im Grunde bis auf den ein oder anderen Haifisch nichts, was einem da an die Gurgel will. In der Tierwelt. Da haben wir ja sowas wie Green Hell, wo im Grunde eigentlich jedes Getier bis zum kleinen Wurm einem feindlich gesinnt ist. Parasiten sogar. Aber halt auch bis zum ausgewachsenen Alligator oder Kaiman. Schlangen, bissige Fische, Piranhas. Keine Ausdauer mehr und mir ist schon wieder kalt und ich muss Stöcke mitnehmen. Wie viel habe ich? Das ist nicht, dass ich dann wieder so unverrichtet 11 Stück. Da könnten wir noch ein paar mitnehmen. Aber hier ist gerade sehr steil. Ich komme da nicht schneller hoch. Okay. Kann man dich umhauen für... Nein. Aber euch mittelgroßen Bäume hier. Glaube ich. Oder ist es schon großer, der mir Baumstämme gibt? Jo. Scheiße. Äste. Das ist doch echt nicht schwer, ein Äste da. Ich will mich komplett voll machen. Für Lager und für Lagerfeuer. Ich kann mir vorstellen, dass wir aus dem See wieder rauskommen. Und das weißt, wisst ihr, was nett war? Wobei, wir kommen hier nicht raus. Ich wollte es gerade sagen, wir sind ja vorhin am Meer rausgekommen. Das kann ja schwer zufrieren. Das wäre dann schon ganz schöne Apokalypse-Temperatur. Aber jetzt wäre der Ausgang, wenn der jetzt irgendwie zu ist, das wäre natürlich nur so mittelinteressant. Okay, also, dann bauen wir hier mal einen Unterschlupf. Habe ich noch Folien? Eine. Upsala. Ich weiß, man braucht nur einen, aber ich fühle mich irgendwie, dass das gescheit gebaut werden muss. Außerdem ist hier noch ein Stock. So. Speichern. Jawohl. Und? Kannst mich ruhig dabei beobachten. Ich gehe jetzt. Tschüss.
Nein, ich wollte eigentlich zur Taschenlampe greifen. So, wie viele Batterien habe ich noch? Reichlich, 6 Packungen. Hoffen wir einfach mal, dass die Höhle jetzt auch nicht so riesig ist wie die gerade eben. Die war richtig schön angenehm kurzweilig und nicht so verwirrend, mit 20 verschiedenen Möglichkeiten irgendwo weiterzumachen. Aber ich habe das Gefühl, dass wir hier wenig Glück haben. Da geht's nämlich schon los, guckt mal. Da lang und dem Wasser. Okay, dann gehen wir erstmal hier lang. Dem Wasser folgen kann man immer noch. Batterie verbraucht. Und hier ist eh Ende Gelände, ne? Wir müssen nur ziemlich gut die Wände absuchen, weil es im ersten Teil Bereiche gab, die man freisprengen konnte. Und das wurde dann auch durch ein entsprechendes Dynamit-Icon angezeigt. So wie hier das Schaufeln an Gräbern und so weiter und vor Bunkern. Und vielleicht haben sie so ein Gag auch hier wieder. Wer weiß, wie gut die diese blöden Artefaktteile versteckt haben. Und die Kälte knabbert wieder an meiner Ausdauer. Oh, Knochen, cool. Ich guck mal, ob ich mit einem kleinen Feuer hier irgendwie dagegen halten kann. Über 300 Blätter. Ein bisschen Geld. Übrigens, ihr habt mir, als ich da ein bisschen über unsere Greg-Suppe gerätselt habe, weil ich zwar Beine hatte, aber sie nicht verwenden konnte, habt ihr mir einen guten Hinweis gegeben. Die Vermutung. Und sie hat sich bestätigt, dass die Gliedmaßen, die ich da verkochen wollte, die waren schon abgelaufen. Übers Mindesthaltbarkeitsdatum. Die waren verfallen, deswegen konnte ich die nicht verarbeiten. Darauf muss ich achten. Also ich werde wohl einen zweiten Trocknungsständer bauen und gesammelte Beine und Arme einfach dort aufhängen, damit sie nicht schlecht werden. Okay, dann Axt raus, weiter geht's. Die Höhle kenne ich auch nicht. Also, dass ich so einem Fluss folge, ist mir auch neu. Aber das war auch eine der größten Änderungen im Vergleich zur Early Access Version. Sie haben echt in einigen Updates geschrieben, hey, ja, neue Höhlen- und Bunkersysteme. Und siehe da. Und sind wir ehrlich, das ist aber halt auch immer so ein Highlight des Spiels. Essen. Sauerstoff. Müssen wir wohl wieder tauchen, ne? Ja. Gut, ja, dann hinab. Into the Abyss. Ich wäre echt froh um eine weitere komplett feindfreie Höhle. Das Erkunden ist schon Horror genug. Ich hoffe, der wechselt auch automatisch die Sauerstoffflasche. Und ich hoffe, ich habe hier keine Abzweigung übersehen. Uiuiui. Komme ich auch mal wieder? Ah, ja. Okay. So, bisher. Straightforward. Ich liebe sowas. Bisher gefahrenfrei. Das liebe ich noch mehr. Mir ist schon wieder kalt. Ich glaube, an dieser Stelle mache ich mal ein regelrechtes Beacon-Leuchtfeuer. Ich muss mich sowieso aufwärmen. Und solange ich Stöcke habe, können wir das als Orientierungspunkt nutzen.
kann ich ihm eigentlich sagen, dass Priorität der Lichtquelle... Machen wir das mal auf Null. So, jetzt hoffe ich, wähle ich die richtige, den richtigen Weg. Das ist hier einfach wieder ein... Oh, da geht es tiefer hinab. Oh, noch eine Blaupause. Cool. Das war auch immer so ein Ding. Hey, mehr Sachen zu craften und zu bauen. Ah, jetzt wartet mal. Was mache ich jetzt? Ja gut, dann gehen wir jetzt halt mal hier runter. Irgendeine Entscheidung muss ich ja fällen. Ständig hin und her zu latschen ist auch Blödsinn. Im Zweifel muss man halt einen weiten Weg zurücklaufen, wenn ich bemerke, dass ich hier auf einen Ausgang zugehe. Nur wird das Feuer bis dahin wahrscheinlich wieder aus sein. Es ist ja nicht lange gefüttert mit solchen Blättern und Scheinen. Und zwei Ästchen. Ich meine, da... Moment. Komme ich hier um die Ecke rum? Ja. Okay, das war derselbe Weg. Ich dachte schon, das sei so ein Geheimgang. Wie ich da in einer Höhle, da in einer der letzten Episoden, so einen kleinen Raum mit jeder Menge Geld gefunden habe. Bargeld. Was mir auch ein Achievement eingebracht hat. Also langsam mache ich mir ein bisschen Sorgen, dass es hier komplett ohne Feinde bisher ausgekommen ist. Keine Mutanten, die mir hier ans Leder wollen. Nur leider halt auch überhaupt nichts einzusammeln. Also vielleicht ein Artefakt, das wäre toll. Mal gucken hier nochmal. Nee. Aber irgendjemand war hier ja, ne? Die ganzen Kreuze hier aufgebaut, die aber echt nichts bringen, Leute. Habt ihr doch gemerkt. Ja, unbedingt noch tiefer hinab. Ja klar, das wollte ich unbedingt, ja. Ah, das sind gute Zeichen für Artefakt. Da oben scheint es zu sein, da brutzelt wieder irgendwas. Oh toll, wir sind richtig gelaufen. Das liebe ich ja. Ja. Komm in meine Arme. 3 von 7. Progress. Darfst du wieder aus der Hand legen? Ich weiß, dass es faszinierend ist, dieses Ding, aber... Gut. Jetzt geben wir ein bisschen Gas. Jetzt weiß ich, dass es gefahrlos ist. Jetzt können wir... nicht noch mehr Batterie verschwenden. Wir geben jetzt Gas zurück zum Feuer, hoffen, dass es noch an ist. Dann kann ich mich noch mal kurz ein bisschen aufwärmen und dann geht es in die andere Richtung weiter. Es sei denn, die machen hier wieder so eine Triggersequenz, so wie einmal in dieser Höhle, wo es keinen Ausgang gab und ich unverrichtete Dinge wieder zurückgelaufen bin und plötzlich brach so ein Riesenteil durch die Wand. Und das musste ich da, oh, musste ich dann erstmal wegsprengen. Das ganze Seil, das tut mir so leid. Ja, so, da ging's lang. Oh, mit Vollgas durch die Höhle joggen. Kreis herum. Immer höher, immer höher. Und hier hoch. Wow, das war ein ganz schöner Abgang hier. Das ist ja bestimmt 20 Meter. Feuer schon aus oder wo ist es? Das war doch hier, oder? Ja. Das hält echt nur so ein paar Minuten, ey.
Das wird jetzt gleich wieder ausgehen, aber ich muss mich kurz aufwärmen. Die Ausdauer, ich brauche die. Stöcke habe ich noch. Währenddessen esse ich und trinke ich auch noch ein bisschen was. Das ist... Oh nein, falsche Taste, Entschuldigung. Also eine Mahlzeit, die haben wir hier in der Höhle sowieso gefunden. Und ich glaube, eine Dose war auch dabei. Dann können wir das doch gerade mal nutzen. Energieriegel. Habe ich 8 Stück. Komm, powern wir uns noch ein bisschen auf. Ich bin trocken. Und bereit weiterzumachen. Richtung Motten. Jetzt brauchen wir eigentlich nur noch einen Ausgang. Oder aber wir finden hier noch irgendeine... Ui. Eine Ausrüstung. Ich habe aber nicht den Eindruck, dass das so eine Ausrüstungshöhle ist. Oh, da unten geht's weiter. Ich will nochmal kurz hier noch gucken. Oh. Ah, ihr Scherzkekse. Jetzt gehe ich erstmal in das Loch runter. Vielleicht folgst du mir, ja? Und gehst unter. Das könnte ein Geheimnis sein. Weil ich glaube, dass es Richtung Feinde weitergeht. Der hatte kein Tauchgerät. Armer Tölpel. Sind es Abzweigungen immer, oder? Oder komme ich hier mal an derselben Stelle raus? Wartet mal. Nö. Vielleicht. Oh. Tauche ich hier im Kreis? Das ist unangenehm hier unten. Da hinten leuchtet was. Oh oh. Ah, da waren sie am Abbauen von diesem komischen Erz und da ist sein Werkzeug. Oh, Spitzhacke. Und ich sag noch, es muss doch bestimmt eine Ausrüstung hier geben. Kann ich dann das Zeug abbauen? Kann ich. Aber ich kann nichts einsammeln. Ich kann es nur kaputt hauen. Doch, nee, er sammelt es sehr klein, steht links unten. Okay. Bin mal gespannt, für was ich das brauche. Vielleicht für das eine oder andere Blaupausending, das ich da kürzlich gefunden habe. Es hilft nichts. Hier ist es extrem kalt in dieser Höhle. Das ist die Herausforderung in diesem Dungeon. Spitzhacke. Es ist die Frage, ob man irgendwie zu da.
Hey. Ihr seid so merkwürdig gefleckt. Au. Ich komm. Ich bin da die Treppe nicht hochgekommen. Weil ich wollte gerade wegrennen, mich heilen, um sie dann anzugreifen. Keine Ahnung, wo ich jetzt bin. So. Essen, trinken, Medikamente, von denen ich keine mehr habe. Außerdem ist mir kalt. Neun Stöcke noch. Und dann muss ich mich orientieren. Nein, das war falsch. Komm ich denn hier irgendwo? Wo bin ich? Nein. Da. Okay, wo bin ich hier? Hat er wieder. Spiel. Arbeite mit mir. Ist das der Ausgang? Ja. Das ist der Höhlenausgang, ne? Ja, ja, genau. Ich bin ganz am Anfang. Aber das ist ein guter Moment. Ich gehe mal ganz kurz raus. Gerade Nacht, toll. Das ist aber nicht der Ausgang, den ich... Oder? Ist hier irgendwo mein Unterschlupf? Hier wird die Höhle... Nein! Das ist ein ganz anderer Ausgang. Oh Gott. Dann würde ich den aber von der Seite schon noch ganz gern ganz kurz erkunden. In die Richtung, wo ich dann glaube, dass sich da dann, dass sich der Kreis schließt. Und ich dann alles abgegrast habe in dieser Höhle. Ich glaube, dass ich alles abgegrast habe, weil ich habe ein Artefaktteil gefunden. Oh, Fleisch. Ich habe ein Werkzeug gefunden. Also eigentlich wäre es jetzt dumm, weiter sich hier unten rumzuschlagen. Weil viel mehr kann da eigentlich nicht kommen. Das würde mich schon sehr täuschen. Und diese gefleckten Mutanten, die haben echt böse zugeschlagen, ey. Ist das alles? Ist jetzt überraschend. Aber hier geht's nicht weiter. Aber im Zweifel muss ich die Höhle echt nochmal an der anderen Seite. Weil die haben mich jetzt in eine andere Höhle gesteckt und hier gibt's nirgendwo einen anderen Weg. Also ich sehe keinen. Da oben fällt man irgendwie runter. Das ist schon dieselbe Höhle und das wird der Ausgang sein. Halt. Rechts unten, bis der weiße Balken weg ist. Zack, gut. Und dann gucke ich mal, dass ich in diesem Lager, in diesem Minenlager, irgendwie ein Seelenheil finde. Ein Lager kann ich nicht mehr bauen. Ich habe keine Folie mehr. Das ist gerade mitten in der Nacht und das Gekreische da draußen. Oh, es wird wahr. Ah, es ist wieder Tag. Perfekt. Haha. Kommt mir gelegen. Nervenaufreibend. Und zwar nicht zu knapp. Batterien. Eine Nachricht. Oh, noch eine Blaupause.
37 Stöcke, was ist eine Antenne? Okay, und hier? Mehr von diesem Erz. Mehr Batterien. Mein Gott, sind das Umweltsäue. Ist ja unglaublich. Mir ist schon wieder kalt, mir ist immer kalt. Okay. Dann müssen wir den Höhleneingang wieder finden, damit ich da speichern kann. Ohne möglichst von diesen Viechern aufgefressen zu werden. Da die Straße rauf. Dann ist da das. Ja, das wird Ein- und Ausgang der Höhle gewesen sein, weil der Ausgang, der wird auch nicht markiert. Das werden sie nie. Aber dann gab es jetzt auch dieses Mal einen guten Progress. Also zwei Artefaktteile gefunden, finde ich super. Die Spitzhacke, ja, ist kein Gamechanger, aber wenn ich mal dann herausgefunden habe, was man mit diesem Erz anstellen kann, bestimmt ganz tauglich. So. Alles klar. Dann tüten wir das wieder ein. Und werden uns dann als nächstes, Moment, Karte raus, zum Wohnbunker begeben. Ich hoffe, ich komme rein. Ich denke schon, mit 2 von 3 Keycards, dann haben wir da den Wohnbunker. Da werden wahrscheinlich eine ganze Episode mit verwenden. Und danach in die nächste Höhle, direkt an dem großen See. Machen wir in den nächsten Folgen. Ich wünsche euch viel Spaß, wenn ihr es selber spielt. Wenn euch das Video gefallen hat, jetzt bin ich komplett raus. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich sehr einen Daumen von euch freuen. Nicht vergessen, wenn ihr den Kanal abonniert, verpasst ihr kein weiteres Video mehr. Bis zum nächsten Mal hier in Science of the Forest. Bye, bye. Und macht's gut.